Hallo, willkommen zurück in Lake City. Ja, hier mal die Quest mit Judy zuletzt zu Ende gebracht. Und genau, jetzt müssen wir das mit dem River machen. Aber ich ist ja nicht sauer, weil es ein bisschen zu lang gedauert hat. Hallo, wo ist denn unser Motorrad? Wieso kommt das nicht hierher? Muss ich jetzt wirklich die. Ist hier irgendwo ein Schnellreisepunkt? Ach ja, okay. Gut, dann brauchen wir das Motorrad nicht. Ja, schön die Questline. Aber halt nur irgendwie komisch, wie sie das immer so hauruck abschließen. Following the river. Nee, nein! Mist. Das ist gar nicht weit eigentlich. Naja, egal. Oh, wo sind das hier? Der Tunnel. Da, cool. Interessant. So. Wohnungssiedlung. Nee, da wollen wir jetzt nicht. Ist das hier? Nee, ist das nicht. Moment. Ich bin irgendwie total falsch. Doch, glaube ich. Warte bei den Fässern auf rüber. Oh mein Gott. Okay, ich warte. Etwas später ist es. Ah! Stimmt, ja, jetzt kann ich dran. Hallo! Hey, wie geht's? Oh! Hier drüben! Perfektes Timing. Kannst mir beim Kochen helfen. Was gibt's denn Leckeres? Jambalaya. Komm, du kannst das Fleisch umrühren. Oh, Sojafleisch? Okay. Wäre Joss nicht besser geeignet? Joss hat ihren Teil erledigt. Nimm einfach den Löffel und rühr. Ist das ein altes Wort, Familienrezept? Zwiebeln, Paprika, Thymian. Muss noch Sellerie und Knoblauch schneiden. Aber du rührst bitte weiter. Rühren! Ja doch, ich rühre ja brav. Besseres Jambalaya hattest du noch nie, ich schwöre. Ich will nicht die Stimmung versauen, aber was ist mit Peter Pan? Du meinst, ob ich ihn umgebracht habe? Darüber reden wir nachher. Klar, kein Stress. Es ist nur, du weißt schon. Ich weiß. Okay, ich glaube, du hast genug gerührt. Kannst du mal bitte den Reis herholen? Zu Befehl. Das ist vorher war es blutig, ich habe die ganze, die optionale Gesprächsdinger übersehen, weil ich dachte, dass Aber die das hat erste bestimmt Option wäre Gründe. rühren. Sein Vater war ja auch kein einfacher Mensch. Das habe ich Ihnen auch gesagt. Aber es kam immer dasselbe zurück. Niemand interessiert Was sich für Marty? Kinder, die irgendwie Nice. anders sind. Wie geht's dir, Joss? Ich rufe später zurück. So schön, dass du da bist. Siehst gut aus, Joss. Findest du? Danke. Danke für die Einladung. Ich sollte mich bedanken. Wie geht's Randy? Er ist noch im Krankenhaus.
unter Schock. Ist aber auf dem Weg der Besserung. Hatte noch gar keine Gelegenheit, mich richtig bei dir zu bedanken. Es ist vorbei. Alles andere ist egal. Ich... Was du für uns getan hast. Wenn Randy nicht... Du schuldest mir nichts, Joss. Danke. River ist draußen. Er konnte es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Mir ist es dann genug. Dann gleicht sich das wieder aus. Jetzt die Tomaten. Jetzt kann der Reis rein. Reis ist drin. Okay, das muss eine Weile köcheln. Veranda? Schnapp dir einen Stuhl und ein Bier oder so. Ist echt nett hier. Ja, irgendwie friedlich. Als wäre nichts Schlimmes passiert. Sag mal, was ist jetzt mit Harris? Hab ihn im Krankenhaus besucht. Wer ist das? Liegt er noch im Koma? Ja. Ein seltsamer Zustand zwischen Leben und Tod. Eine leere Hülle in einem Krankenbett. Einfacher Kopfschuss. Schnell und sauber. Dachte ich mir auch. Es wäre so einfach. Hab die Pistole an seinen Schädel gepresst. Dann fiel mir etwas ein. River. Der Tod meiner Eltern. Ja. Sicher, dass du es hören willst? Was ist passiert? Dad hat eine Farm. Wie der Vater von Harris. Hat aber nicht genug verdient damit. Also haben meine Eltern einen kleinen Supermarkt aufgemacht. Haben direkt darüber gewohnt. Ein Geräusch hat uns nachts geweckt. Die Kasse unten war leer. Also sind die Einbrecher nach oben. Haben uns auf die Knie gezwungen und gefragt, wo wir das Geld verstecken. River, du musst nicht weiterreden. Schon zu oft sowas gehört. Nein, aber es fällt dir schwer, darüber zu reden. Musst du nicht für mich. Okay, ja, du hast dir recht. Also, Harris, was hast du gemacht? Pistole an seine Schläfe und? Ich habe schon einige Menschen getötet, aber niemals so. Nie wie bei einer Hinrichtung. Bin schnell raus aus dem Krankenhaus. Für mich ist der Fall abgeschlossen. Sehr gut. Aber was jetzt? Zum NCPD gehst du nicht zurück. Vielleicht Privatdetektiv. Wer weiß. Mal sehen. Der River, du wolltest mit uns spielen. Hast es versprochen. Okay, okay. Dann mal los. Wie? Machst du mit? Was spielen wir denn, Onkel River? Siehst du gleich. So, ich muss jetzt auch ein bisschen spielen, und zwar mit meiner Katze. Also, es geht hier gleich weiter. So, da sind wir wieder. Die Katze wurde bespaßt. Nimm dir die AR-Ausrüstung. Trouble in Haywood. What the frick? Und? Was meinst du? Sowas wollte ich schon immer mal spielen. Wow, nette Wumme hast du da. Hey, keine Zeit für Ablenkungen. Dieser Abschaum kommt sonst. Wer? Ihr seht ja cool aus. Wie, darf ich vorstellen? Captain Joanne McLean und Lieutenant Henry Keller. Die mit perfekt. Abstand besten Kommissare in unserem Revier. Perfekt, perfekt. Ich arbeite immer alleine. Ohne Ausnahme. Genau, ich auch.
Oh, von solchen Polizisten habe ich gehört. Einzelgänger. Genau. Ihren Vorgesetzten ein Dorn im Auge. Rebellen, die sich nicht an die Regeln halten. Ich wurde schon suspendiert. In Frührente geschickt. Zweimal. Und gefeuert. Dreimal. Ich werde zu alt für den Mist. Sehr schön. Aber man kann einfach nicht loslassen. Die Stadt braucht mich. Ganz kurz, muss ich irgendwas über das Spiel wissen? Die Stadt ertrinkt in Verbrechen und Korruption. Auf den Straßen herrscht Chaos. Und auch wir sind keine Heiligen. Denn die Polizei wird von ihren eigenen Sünden heimgesucht. Die Lage scheint auswegslos. Denn niemand wagt es, ihm entgegenzutreten. El Chamuco en Diablado. Oh, der ist so fies. Aber wir können ihn besiegen. Der fieseste Fiesling aller Zeiten. Ich glaube, der Baum mag hier spielen. Das ist Night City, ach so. Okay, dann mal los. Okay, unsere Aufgabe ist es, El Chamuco en Diablado zu finden und dabei seine Handlanger auszuschalten. Er wird für seine Verbrechen büßen. Wir spielen in zwei Teams. Wir zwei und die Kinder. Aber wir haben dasselbe Ziel. Das Team mit mehr Punkten gewinnt. Ihr habt keine Chance. Hey, wie? Mach mal langsam, okay? Was ist Ihr Lieblingsspiel? Okay. Lass die Kinder gewinnen. Gib dich für eine neue Runde zur Schau. Was muss man machen? Da ist er, auf ihn! Die Stadt gehört mir! Ihr habt keine Chance gegen mich! Er ist schnell! Aber das Gesetz ist schnell! Achtung! Seine Handlanger! Gar nicht schlecht! Nimm das! Hey, ich kann besser zielen! Nochmal! Hier lang! Da ist ihr rattenverseuchtes Versteck! Also hier die Kinder würde ich wahrscheinlich auch verlieren. Insofern müssen wir uns doch gar nicht anstrengen oder so. Still, zu still. Ein Hinterhalt! Sie haben auf uns gewartet! Lärmarsch! Zu viele Donuts! Noch bin ich dabei! Hey, ich kann besser ziehen. Ab und zu schießen wir mal auf was. Hier ist ein Nummer gesehen vor ihm. Ruhig, Callahan. Ich kann nicht einen meiner besten Kommissare verlieren. Mach dir keine Sorgen. John McLean. Eins müssen wir Ammo noch holen. Wir wollen ihn nicht komplett untergehen. Wie geht das jetzt bis 99? Scheiße. Echt jetzt? Noch ein Hinterhalt? Okay, und jetzt? Essen ist fertig. Och, Mama! Wir hatten ihn fast. Dann schnappt ihr ihn eben das nächste Mal. Das kennen wir doch alle noch von früher, oder? Wir sind die Besten! Danke, dass du sie hast gewinnen lassen. Sie hatten Spaß.
Kein Ding. Das sind tolle Kinder. Ich glaube, sie mögen dich auch. Hey, Essen ist fertig. Das kennt man noch von früher. Man wollte immer auch zu gerne weiterspielen. Gerade noch eine Runde und dann war es Essen fertig oder sonst irgendwas. Wir haben sie fertig gemacht. Und da muss man hinkommen, weil es dunkel ist. Was war noch so schön? Ach so, ja, die auch. Mal sehen, ob es so gut schmeckt, wie es riecht. Die Arbeitslosigkeit tut dir gut, das sieht man. River genießt gerade das Familienleben. Familie und Polizei. Verträgt sich nicht. Endlich kann ich mal nachholen, was ich all die Jahre verpasst habe. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so unbeschwert gesehen. Was ist mit dir, Vi? Hast du hier Familie? Oder Freunde? Bin in Haywood aufgewachsen. Das war meine Familie. Man hat sich gegenseitig geholfen, ohne Wenn und Aber. Für mich ist nichts wichtiger als meine Kinder. Ich habe Fehler gemacht. In meinem Leben ist eine Menge schiefgelaufen, aber ich habe meine Kleinen. Apropos, schade, dass Randy nicht hier ist. Aber bald. Randy liebt Jambalaya. Ich merke Jambalaya. Joss, kannst du dir mich als Vater vorstellen? Ich meine, ich sehe auch nicht gerade aus wie eine gute Mutter, also. Ja, wer sagt ja? Ich. Er hat selbst die Hand gehoben. Wie, bist du mit jemandem zusammen? Rück raus mit der Sprache. Dann wäre das ja geklärt. 1199 hier. Verstärkung benötigt. Komm, ich rette dich vor dem Überfall. Ich kann Kuss, ich meine nicht Guess. Danke, Joss. Ja, danke. Puh, das wurde gerade echt brenzlig. Wofür hat man einen Partner? Als nächstes hätte sie dir alte Fotoalben gezeigt. Da wären wir. Was genau ist das? Ein Wasserturm. Idealer Ort. Ideal? Wofür? Trinken, rumhängen, reden. Hier lang. Ach, Scheiße. Das Tor klemmt wieder. Muss es mal reparieren. Ich helfe dir rüber, okay? Und du machst es von der anderen Seite auf. Alter! Verdammt, wie! Er ist genial! Ich kann's hören. Okay. Nein, wir haben hier noch was zu tun. Ist der noch da? Gott sei Dank. Moment mal, damit wir da nicht durcheinander kommen. So. Hä? Das ist ja überall zu. Wie soll man da rüberkommen? Ich habe keine Ahnung. Ach, vielleicht soll man. Ach, warte mal, ich habe eine Idee. Ach so. Okay, klingt gut. Ja klar, er wollte uns zur Hilfe. Manchmal ist man ein bisschen blöd.
Okay. Weiter geht's. Die Gegend ist eigentlich nicht übel. Optisch natürlich kein Blickfang. Aber was soll's? Corpo Plaza ist es nicht. Nein. Aber man kann hier leben. Gibt schlimmere Orte, um Kinder großzuziehen. Das ist wohl wahr. Und Randys Ärger mit der Polizei? Er kam ja nicht aus dem Nichts. Stimmt. Aber Randy kommt ganz nach seinem Vater. Der hätte auch in einem netteren Viertel Ärger. Ja, ein bisschen Aussicht haben sie, ja. Insofern. Angeblich die schlimmste Stadt zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Aber die Skyline ist toll. Irgendwie beruhigend. Na gut. Warte mal, können wir doch speichern, dass wir irgendwie runterfallen? Hier draußen riecht man die ganze Konzernscheiße auf den Straßen nicht. Als wäre die Stadt ihr Privatklo. Scheißen, spülen und nochmal. Poetisch. Ich hätte es nicht besser sagen können. 24/7 Ich hab was für dich. Gut. Oh wow. Warum das denn? Ich will diese Tür schließen. Diesen Teil meines Lebens hinter mir lassen. Dafür erinnert mich die Knarre an zu viel. Du hast mehr von ihr. Danke. Aber schieß dir nicht den Fuß ab, okay? Interessante Warnung. Das hat Joss Mann mal gemacht. Stockbesoffen. Genau hier. Was das jetzt zu einem besonderen Ort für deine Familie macht? So in der Art. Zeit für den Höhepunkt des Abends. Wollen wir was trinken? Hast du eine Limonade oder sowas? Limo? Im Ernst jetzt? Sollte ein Familienessen werden. Ich war nicht auf Hochprozentiges eingestellt. Aber wir sind flexibel. Küssen auf uns, nö, das war so Mamo. Auf die Freundschaft. Die Freundschaft. Das ist schon cool. Macht's dir was aus, wenn ich trinke? Quatsch. Deine Ecke hier, deine Regeln. Aber du leistest mir Gesellschaft, oder? Alkohol macht mich echt charmant. Bin gespannt. Die Autos, die hier so rumfahren, das ist schon cool. Okay. Oh, wo habe ich das hingetan? Mhm. Wir besiedeln den Mond, können aber immer noch keinen Kater heilen. Naja, war wenigstens ein schöner Abend. Ja, aber ich muss jetzt los. Hab Joss versprochen, sie zu Randy zu fahren. Ganz ruhig. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst, um gerade stehen zu können. Entschuldige dich bei Joss für mich. Wir sind gestern einfach so abgehauen. Und haben dann das Bad voll gekotzt. Was? Oh, shit. Kannst du überhaupt noch fahren? Oh, bitte. Beim NCPD ist mein Experte im Fahren nach einem Vollsuff. Geht schon. Grüß Randy von mir. Mach ich. Bis dann, wie. Freund und Helfer. Schließe River Ward Storyline ab, okay?
sind wir heute hier? Wow. Richtig produktiv oder in letzter Zeit mit Storylines. So, jetzt haben wir hier noch, jetzt haben wir mal einfach Coolness. Die Gesprächsoptionen sind immer gut. Dann machen wir halt noch hier was drauf. Sei es drum. Oh, und wir können jetzt noch die. Oh, wieso habe ich hier keine Waffe drin? So, warte mal. Handfeuerwaffe Kategorie 5, Plan B. Achso, jeder Schuss kostet dich Eddies. Was hat denn Death in Texas? Irgendwo, wir haben doch noch einen Revolver-Crit. Was ist das Ding? Macht die Waffe nicht tödlich. Handfeuerwaffe, Revolver, Crash. Ikonisch. Wenn du beim Zielen kurz auflädst, wird der vollautomatische. Was haben wir auf. Oh. Ist auch nice. Ah, fuck. Kriegt mich immer. Tja, machen wir das Ding einfach mal drauf. So, dann. Moment, da ist noch irgendwas. Irgendwas machen wir. Guten Morgen. Ich hoffe, ich störe nicht. Der Generator. Denkst du dran? Oh, okay. Die, muss das jetzt sein? Die kläre was. So, wir wollen natürlich Queen of the Highway als nächstes machen. Das ist vollkommen klar, aber wir. Könnten noch gucken, ob man irgendwo, du musst doch bestimmt eine Schnellreisepunkte, aber ja, natürlich sind wir da natürlich auch herkommen. Das habe ich natürlich überhaupt noch gewusst. So, ja, das mal Queen of the Highway machen wir jetzt aber nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. Hier. Beende mal das Ganze für heute. Ich fahre dann schon mal dorthin und beim nächsten Mal geht es mit der Mission mit der Panam weiter. Das ist hier einmal im River sind wir durch, mit der Julie sind wir durch. Wenn wir auch bald mit der Panam wahrscheinlich durch sind und dann können wir mal mit dem Kollegen weitermachen mit der Hauptstory. Gut, insofern, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Bye bye.